Hey Leute, was geht? David von iDesignisch hier mit heute mal ein kleines Labervideo. Denn man hatte mich öfter mal gefragt in der Vergangenheit, was ich denn für Hardware bzw. Software benutze und was ich eventuell empfehlen könnte. Ja, und deswegen lüften wir heute mal das Geheimnis. Deshalb mal zuerst einmal das Herzstück, und zwar das ist mein PC. Meine gut Radeon, also Grafikkarte ist eine Radeon HD 6670. Die hat 1 GB RAM, also virtuellen RAM. Dann der CPU ist ein Vierkerner, 2,1 GHz und RAM sind 8 GB. Ich meine, ist halt so ein Mittelding. Also ich würde sagen, das ist natürlich kein High-End-Ding. Keine Ahnung, ungefähr 2 Jahren mal geholt, um halt von XP auf 7 umzusteigen und halt um ein paar neue Games zu zocken. Konnte bis dahin auch wirklich alles spielen, auf höchster Qualität, also das reicht vollkommen. Jetzt allerdings natürlich, meine 2014, wenn ihr jetzt irgendwie neue Spiele spielen wollt, sage ich mal Battlefield 4 oder so, klar könnt ihr halt nicht auf Ultra zocken. Aber selbst Battlefield 3 schaffe ich schon auf Mittel ungefähr. Also es ist schon nicht schlecht, denke ich. Aber ich zocke momentan eher weniger. Deshalb brauche ich auf jeden Fall einen neuen. Will ich mir in Zukunft auch holen. Weil fürs Designing ist es halt nicht gut. Also fürs Design braucht man halt viel CPU, also viel Prozessorleistung und auch viel RAM. Am besten so viel wie möglich. Ich will mir eventuell mal, weiß nicht, was das kosten würde, aber nehmen wir mal an, mit gibt's ja irgendwie einen 16 Kern, gibt's schon was, also so Ultra Ding, und irgendwie 32 GB gibt's schon. Dementsprechend, die Grafikkarte ist halt nicht wichtig im Designing, deswegen könnt ihr da einfach eine schlechte nehmen, theoretisch. Nicht so schlecht, aber immer eine schlechtere. Aber das braucht noch ein bisschen. Und ansonsten muss ich sagen, ist es eigentlich gut momentan, denn ich muss gestehen, wenn ich jetzt was rendere, das dauert so alles so unter 6 Stunden, habe ich eigentlich alle meine Designs bisher gemacht, also gerendert mit Cinema 4D. After Effects geht da recht schnell, aber jetzt bezogen auf 3D war eigentlich alles unter 6 Stunden. Einige Sachen gibt es schon, die etwas krass sind, die, sage ich mal, 20 Stunden in Anspruch nehmen, aber das mache ich sehr ungern und halt einfach nur, wenn der Kunde dementsprechend das haben will. Aber mache ich wirklich eher weniger und eher ungerne. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist halt okay. Momentan. Und es war damals mal 500 € habe ich dafür gezahlt. Also kann man nicht meckern. Das nächste sind meine Kopfhörer. Und zwar, ich habe Speedling Medusa NX 7.1. Die benutze ich gerade. Finde ich eigentlich auch sehr gut, vor allem im Bereich Gaming. Also damals hatte ich ja speziell für Gaming eigentlich bekommen. Ist ganz gut, weil ihr kriegt eine Software dazu, und wenn ihr das alles genau konfiguriert, also sind irgendwie integriert 7 verschiedene also Boxen innen drin. Das heißt, ihr könnt halt wirklich surround die ganze Umgebung hören. Also wenn sich jemand von hinten anschleicht, dann ist es so, als ob da wirklich von hinten einer kommt. Ist wirklich sehr cool und muss sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir mal zu meiner Logitech Webcam, denn ab und zu benutze ich die auch mal. Beispielsweise, ich verlinke euch mal ein Video, wo ich die benutzt habe. Und ihr könnt euch das mal anschauen und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr denn besser findet. Weil ich persönlich muss gestehen, die Logitech, die schallt ein bisschen. Es kann halt sein, vom Raum her, dass es daran liegt. Oder warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Oder eventuell an den Einstellungen. Aber deshalb habe ich halt das Headset lieber. Aber schreibt mir einfach mal, weil ich muss halt das Headset immer anschließen. Und das ist halt doof. Ach, by the way, das Headset ist auch mit USB. Also da müsst ihr euch nicht unbedingt um Klinkenstecker jetzt Sorgen machen. Könnt ihr alles per USB an eure Tastatur oder euren PC anschließen.
So, die Logitech ist wirklich sehr gut, muss ich gestehen, weil die nimmt auf in 1080p und könnt ja wirklich viele Sachen, Kontraste, könnt ja wirklich Helligkeit, könnt ihr alles einstellen, Zoom natürlich. Ich glaube, er hat ein 8-mal Zoom, bin mir aber jetzt nicht sicher, will nicht lügen, aber benutze ich auch nicht. Aber ansonsten ist es wirklich gut, selbst in dunklen Umgebungen. Bei mir beispielsweise ist es so, ich habe zwar mein Licht ganz normal, aber es ist relativ dunkel. Warum auch immer. Obwohl mein Raum relativ klein ist. Aber es ist relativ dunkel. Dennoch muss ich sagen, die Webcam, die ist sehr gut. Die fängt auch das schwache Licht ein und macht das trotzdem sehr heller. Also im Allem ist die Webcam wirklich gut. Und ihr könnt die auch einfach ranklemmen. Also ich habe die jetzt einfach geklemmt an meinen Flachbildschirm, ist ganz gut. Das einzige Manko ist, wenn ihr jetzt, ich habe mir jetzt beispielsweise mal für weniger Geld mal bei eBay früher ein 720p Bildschirm gekauft, der jetzt nicht unbedingt so flach ist wie heutzutage die Bildschirme, der halt auch ein Flachbildschirm ist, aber jetzt sage ich mal jetzt nicht unbedingt so dünn ist. Und da würde es wirklich schwer, die Kamera drauf zu kriegen, weil, wie ihr so sehen könnt auf dem Bild, gibt es halt nur diesen Klemmmechanismus. Der ist zwar sehr weit verstellbar, sage ich mal, aber hat auch seine Grenzen. Also, wenn ihr jetzt einen, sag ich mal, ultraflachen Bildschirm habt, wie ich beispielsweise. Diese ganz normalen 1080p Bildschirme, die ihr überall im Laden kriegt, die sind dafür optimal perfekt geeignet. Zum anderen kommen wir hier mal ganz kurz zu meinem Store, dann zu den Softwaren. Bei den Softwaren haben wir hier, gehen wir mal zu den Schnittprogrammen. Haben wir hier einige, habe ich mir mal die Mühe gemacht, Schnittprogramme rauszusuchen. Also wirklich billige, die teilweise unter 50 Euro bekommt. Ich meine, hier ist eins für 1,50, aber scheiß drauf, die, normalerweise sind sie alle unter 50. Und die auch wirklich sehr gut sind, meiner Meinung nach. Ihr könnt euch natürlich auch Cinema 4D holen, also kaufen, allerdings ist es halt etwas teurer. Ich zum Beispiel benutze Cinema 4D 2000, Cinema 4D R12, dann benutze ich After Effects CS5 und ich benutze zum Schneiden Premiere Pro C6. Allerdings ist es bei mir so, ich verdiene halt damit auch mein Geld. Also mache das momentan so ein bisschen beruflich und deshalb würde ich euch das nicht unbedingt empfehlen, wenn ihr das nur als Hobby macht. Also da würde ich lieber zu den zugreifen. Also beispielsweise für 12 Euro haben wir hier Movie Studio, finde ich persönlich. Ich meine, okay, kommt natürlich an Adobe nicht ran, sage ich mal. Aber zum Einsteigen ist es auf jeden Fall besser als Windows Movie Maker. Also alles, was ihr braucht, ist eigentlich da drin. Und die ganzen anderen Dinger, die braucht man eigentlich nicht zum Hobby schneiden. Könnt auf jeden Fall mal durchschauen, mal shoppen gehen. Zum anderen haben wir hier die einer anderen Rubrik haben wir hier die 3D- und Animationsprogramme. Das ist jetzt alle CAD-Programme, habe ich mal aufgelistet. Also Architektur, 3D, da könnt ihr alle möglichen Architekturen machen. Design CAD könnt ihr im Allgemeinen 3D erstellen. Und es ist wirklich sehr preiswert, also für 10 Euro, ich meine gut 70 Euro, okay, aber es ist immer noch im Rahmen. Also für eine professionelle Software ist das echt gut. Und ansonsten hier könnt ihr auch mal schauen. Ich hatte hier spaßeshalber jetzt nochmal Sony Vegas reingetan, für die Leute, die es vielleicht doch holen wollen. Denn hier beispielsweise Sony Pro 11 ist beispielsweise für 160 und 160 klingt doch gar nicht mal so viel mehr. Weil Pro 13 ist dann schon knapp bei über 400 Euro. Und jetzt der Sprung von 11 zu 13. Meine, okay, gibt's halt einige Features, die neu sind, aber ist eigentlich unnötig, so wie die Zeitumstellung. Also braucht ihr persönlich nicht wirklich haben.
Wenn er wollt, könnt ihr natürlich machen, aber müsst ihr nicht. Ansonsten schaut aber mal vorbei, geht mal shoppen. Alle Links dazu sind in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach mal drauf gehen und mal einfach gucken, was euch denn gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis dann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.